Auf in die nächste Runde. Was haben wir denn? Ja. Schwamm, Mond, Rücken, Blume, Rabatt, Ladung, Schliff. Schliff ist natürlich interessant. Geschenk, Antarktis, Zylinder, Staffelrahmen, Parfüm, Lauspresse, Start, Affe, Wind, Musketier, Rad, Magnat, Anschlag, Steuer, Karibik, Blut. Scheiße, hier sind sehr viele Begriffe drin, die ich nutzen könnte, wenn Kim in meinem Team wäre. Wo ich Insider nutzen könnte. Ja, aber wir sind ja eh die, die dann die erraten müssen. Ach stimmt, das bringt ja gar nichts. Eben, 710. Nee, weil hier sind gerade ja die Laus aus dem bestimmten Lied. Dazu passt auch Musketier und Karibik. Aber vielleicht kommt sie auch selbst auf den Trichter, aber dann wird sie dir das vorgeben. Wenn die Sachen aber auch zusammenhängen. Kim gibt als erstes vor. Ja. Ich wollte ja erst also wenn der Patrick den Teufel weggenommen hätte oder Madonna, hätte ich probiert, irgendwas Pornografisches zu nehmen oder so. Gerade was? Naja, weil das wäre vielleicht dann mit Mann und Teufel oder Mann und Kater hätte man vielleicht irgendwie in die Richtung irgendwas machen können, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, das war gut, es war halt ja am Anfang schief gedacht und dann läuft das halt. Schwierig. Ich wollte halt auch, ich hätte auch probieren können, nur die 3 noch zu machen ohne Mann. Kalt 2. Kalt 2. Guckst du einfach erstmal alle durch, bevor ich irgendwas mache. 2 sehe ich schon mal, 3 sehe ich. Ja, kalt ist halt relativ, ne? Also, wie man das jetzt so sehen will. Natürlich, wenn man mal weit herholen kannst du mit einem kalten, mit Wasser, ne, kaltes Wasser, Schwamm. Sogar 4 jetzt, ja, hast recht. Also Antarktis ist auf jeden Fall kalt. Ja, gebe ich recht. Ja gut, wie warm es auf dem Mond ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht sehr. Wahrscheinlich nicht sehr. Kannst ja schon mal mit anwählen. Stimmt, dann sind wir schon bei 5 begriffen. Aber ob sie das so denkt, ich glaube fast nicht. Rücken, im Rücken ist mir eher selten kalt. Ja, denke ich eher nicht. Blume, Rabatt. Ein kaltes Geschenk. Blumen müssen kühl gelagert werden. Ja, aber. Also ich glaube, denke ich weiß, welche beiden sie meint. Du denkst, du weißt, was sie meint? Cliff, Ladung. Aber ich merke jetzt mal, sehe ich mal, warum das bei dir immer so lange dauert, weil du halt erst jeden Begriff dir anschaust und dann erstmal 10 Mal um den Begriff herumdenkst, bevor du zum nächsten gehst. Genau. Deswegen dauert das so lange bei dir, also ich verstehe. Genau. Du denkst zu viel. Hat aber bis jetzt, ja schon, aber hat bis jetzt immer bei euch allen geklappt. Ja, ist ja auch in Ordnung. Nur auf der anderen Seite sitzt man und sitzt und. Ja, sitzt dann und das sitzt. Ist halt dann so. Ich meine, man labert über Gott und die Welt und regt sich über die anderen auf. Ja, kann man ja machen. Dann spielt man den Sound ein 3000 Jahre später. Ach, das ist cool. natürlich ein Parfüm, wenn du drauf sprühst, ist auch geil. Ja, Wind ist auf jeden Fall auch kalt. Die Karibik sowieso. Ja klar, Karibik ist eiskalt. Kaltes Blut. Eine Rolle ist mir gar nicht dabei zur Auswahl. Arsch. Der Arsch ist auch nicht dabei, tut mir leid. Wir haben doch gesagt, mit dem rede ich gerade. Wir haben doch gerade schon gesagt, dass du nicht dabei bist. Okay, nimm mal gucken. Ich wollte nur was wegdrücken, jetzt hast du wieder angewählt. Das wollte ich gar nicht. Was? Okay, Antarktis kommt. Und? Ja, das wären noch die beiden, die ich gesagt hätte. Ah, das sind die wahrscheinlichsten. Die waren eigentlich sehr safe. Andere ist hypothetisch auch kalt, aber da wird sie nicht dran gedacht haben. Das war, denke ich, zum Beispiel. Ich denke mal, das war ganz safe. Billig. Ja, Dennis. Rolle, du bist nicht dabei. Nein, das ist Rabatt. Geschenk nehme ich auch mit rein. Parfüm ist nicht billig. Blumen sind manchmal billig. Guterrat ist teuer. Schwamm ist auch billig. Die Steuer? Das teuer? Das Steuer, ja, ist billig. Guterrat ist teuer. Alter, wenn ich das jetzt umdrehe. Schwamm, Mond, Rücken, Blume. Rabatt ist günstig. Zylinder, Geschenk ist kostenlos, Schliff. Weil du kriegst es geschenkt. Also auch billig sozusagen. Nee, aber ein Geschenk kaufen ist nicht billig. Nein, Geschenk bekommen, aber Ladung, Staffel, Rahmen, Staffel Parfüm.
Parfüm kann auch teuer sein. Ja, deswegen habe ich ja das umgedrehte Denken. Ach, du halt. Machst. Ja, ja, ich trinke das gleich wieder, drehe das auch gleichzeitig mit. Als so wie Patrick das vorhin hat mit dem Finster und meinte, er leuchtet. Ja, das habe ich auch gleich verstanden. Laus, Presse. Musketier. Affe. Der Start ist nicht billig. Magnet. Anschlag. Ja, aber kannst du da nicht genauso, wenn du Parfüm für billig umdrehst, kannst du nicht auch einen Start umdrehen, wer billig? Ja, natürlich. Ich wollte die jetzt nur nicht alle anklicken. Steuer, weil ich kann alles anklicken. Die Karibik ist auch nicht billig. Warum ist der Rad billig? Guter Rad ist teuer. Oh, geiler Satz, ja. Deswegen. Also Rabatt, denke ich mal, gehen wir mit. Der Rabatt ist, denke ich, safe. Schwammmond, Rücken, Blume. Also sag mal so, die meisten Ladung. Geschenke, die du machst, sind nicht billig. Schliff, das stimmt. Geschenk. Zylinder. Presse. Ich will aber an sich, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, was es sein soll. Also vorhin ist der Pettiger gegangen mit der Richtung, mit diesem, ne, genau Gegenteil denken. Ja, aber dafür habe ich zu viel Auswahl. Ich habe das Geschenk, ich habe das Parfüm, ich habe den Rat, ich habe die Steuer, ich habe den Start. In der Reihenfolge würde ich es anklicken. Also das ist schwierig. Das ist wirklich ein schwieriges Mal. Weißt du, was ich mache? Ich beende das Raten und wir sind da 7-7. Weil bevor ich was Falsches anklicke... Langweilig. Ja, ich weiß. Na und? Also wie vom Patrick, ihr führt, wer weiß wie hoch. Ja, deswegen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich vorgehen soll. Ich drücke was Falsches. Die Wahrscheinlichkeit, das Richtige zu treffen, ist nicht gerade hoch. Nee. Ich beende. Was mir gerade noch ins kommt, ist vielleicht die Laus. Etwas lausen. Klauen. Ist ja billig, weil du zahlst ja nichts dafür. Ja, aber lausen, das heißt ja nicht lausen, das heißt ja mausen. Ich mause nee, etwas. Kannst du mal lausen. Nee, ich sage immer, ich mause etwas. Ich klaue etwas. Ich mause. Ach, das sagst du immer? Also, was machst du? Ja, das mache ich immer, wenn ich mal wieder einkaufen gehe, sage ich, maus mal schnell was. Ja, okay. Ja, ja. Das ganze Equipment hier ist gemaust. Respekt, dass du das weggekriegt hast. Im Übrigen, meine neuen Kopfhörer sind bestellt, werden jetzt, sag ich mal, also das Angebot wird mir jetzt erstellt. Dann kommen sie irgendwann mal bald. Vielleicht kriege ich sie zum Weihnachtsgeschäft. Für welche hast du dich entschieden? Die zweitstärksten. Naja. Etwas teurer als gedacht. Ich wollte eigentlich, habe ich gesagt, nicht mehr als vierstellig. Wir sind bei 1,5 gelandet. Kann ja mal also passieren. So wie du es gerade gesagt hast, klang es wie fünfstellig, ne? Nee. Nicht mehr als vierstellig, ist ja bis 9.900. Nein, eigentlich wollte ich ja gerade nur bis an die Stelle, wo vierstellig ist. Ja, so. Und da schieße ich schon mal drüber hinweg. Das wollte ich gar nicht. Ja, gut, ist immer, die halten wie lange? Das hoffe ich ja ewig. So, von daher... Und dadurch, dass die gegossen sind fürs Ohr, dass die halt perfekt sitzen. Ich wollte Bass verstärken. Ich habe mir welche rausgesucht. Mhm. Die waren aber, die ich dann haben wollte, sagst du mir so, geil... Die sind noch nicht bassverstärkt. Das heißt, ich musste eine Ebene weitergehen, die dann teurer waren, die bassverstärkten. Und die, die ich dann da gesehen habe, da kostet die bessere Version nur 50 Euro mehr. Dann habe ich gesagt, na, bei dem Preis kann ich jetzt auch die 50 Euro mehr noch drauf schmeißen. Ich würde sagen, also darauf kommst du nicht mehr an am Ende. Stark 3. Ja, was ist denn das für ein Wort? Also wir fangen stark. Mit kalt und stark. Also das kalt ist hier, und stark. Das kalt, billig und stark. Das sind alles nur Adjektive, oder? Ja. Ja, ja, irgendwie schon, ne? So, was habt ihr denn? Habt ihr was Schönes? Wie gehst du immer durch, von oben nach unten, quer so langs? Also eigentlich gehe ich so von eine Reihe durch, runter die Reihe durch. Mhm. Also im Zickzack wie in so. Ach so, Zickzack, also, alles klar. Links, rechts, eins runter, ja, rechts, klar. Links, runter, links, rechts. Schon klar, schon klar, schon klar. So, was ist denn alles stark? Was ist denn alles stark? Man kann einen starken Rücken haben. Denke ich auch. Der Rest da oben macht keinen Sinn, der obersten Reihe. Mhm. Ja, ein Geschenk kann stark sein, aber das ist irgendwie weit hergeholt. Klickst zwar mal kurz an, aber... Wie kamst du eigentlich von auf Pflaster bei mir? Pflaster wegen Handwerker, Pflaster verlegen. Alter, aus Pflaster verlegen kommst du, aber auf den Mann kommst du nicht, ey. Handwerker, Pflaster verlegen. Alter Falter, ey. So kam das, ja.
Eine Presse muss stark sein. Ja. Also das Gerät sowie auch das Druckerzeugnis, klar. Ja, natürlich. Musketier ist stark. Das Parfüm. Das Parfüm kann stark sein, ja. Ein starker. Aber kann auch genauso gut das Geschenk stark sein. Ja, aber das sagst du eher seltener. Das Parfüm schon eher. Oh, da hat er ein starkes Parfüm aufgelegt heute. Hm? Ja, gut, okay. Hm. Ein Start. Ja, ja. Ich sehe da noch einen Start. Ja, der Start kann stark sein, natürlich. Ein Magnet kann stark sein, Magnet muss sogar stark sein. Steuer. Die Steuer kann aber auch scheiße sein. Leider aber auch der Begriff zwischen den beiden. Das gibt's leider auch. Ja, das habe ich mir vorhin schon mal gedacht. Mhm. Ich wollte es aber nicht aussprechen eigentlich. Ah, ja, in der aktuellen Zeit ist es scheiße, ja. Aber es gehört halt. Den Begriff stark nicht gut gewählt. Den Begriff stark findest du nicht stark? Den finde ich diesmal nicht stark. Verstehe ich nicht. Das ist ein starkes Stück hier. Rücken ist es auf jeden Fall. Okay, nicht. Rücken ist es. Was? Was, der Rücken ist es nicht? Nee, der Rücken ist es nicht. Okay, der war eigentlich safe für mich. Für mich auch. Okay. Der starke Rücken. Den habe ich jetzt sehr angekippt, da war ich mir sehr sicher. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also echt. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, gut, was man auch noch sagen könnte, ist, wenn du was anschaust, ne, eine starke Staffel war und sowas. Kann man ja, das ist halt. Das kannst du für alles nutzen. Deswegen finde ich den Begriff halt sehr. Auch ein starker Rahmen. Der Rahmen muss das erhalten. Natürlich. Oder auch ein starker Rat, wenn ich dir einen guten Rat gebe, ne, das klappt. Und der, im Tierreich setzt sich der stärkste Affe durch. Also kannst du jetzt wirklich alles reindenken. Argumentieren, ja. Hm? Kann also man alles. Geht alles rein. Na gut, okay, ob ich jetzt einen starken Schwamm habe, weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen könnte. Ich habe einen starken Schwamm. Du hast den Schwamm gestärkt, meinst du? Es sei denn, denk an die SpongeBob-Folge, als er hier seine aufgeblühten Muskeln hatte. Das war ein starker Schwamm. Ja. Positives geht so weiter, oder? Kommt die hier alle nur mit solchen Wörtern, wollt ihr einen verarschen? Okay, ich finde ein Geschenk ist positiv. Eine Ladung eher nicht, da ist meistens vor Gericht. Ich finde ein Anschlag ist positiv. auf der Tastatur sehe ich es ein, ja. Ja, siehst du? Ist aber stumpf. Positiv, was ist denn noch positiv? Staffel. Magnet. Der Steuerbescheid, wenn er positiv ausfällt. Nee, das ist, denke ich, zu weit hergeholt. Meiner fällt immer positiv aus, also daher finde ich das nicht schlimm. Ja, okay, so. dann drück ich da okay. Steuer an. Magnet, denke ich, ist safe. Ja, denke ich auch. Wobei das eigentlich bei deinem Stark eigentlich auch gepasst hätte. Ja, denke ich auch. Aber so. Okay. Deswegen, aber der Patrick denkt, glaube ich, Magnet, positiv, das Mond. Passt schon eigentlich. Blume, Zylinder, Geschenk, Schliff, Ladung, Staffel. Rahmen, Parfüm, Laus, Presse, Rad, einen positiven Rad. Einen positiven Rad kann ich auch jemandem geben, ne? Ja, genauso wie du jemanden auf den starken Rad kannst. Ja, was denke ich, was besser. Musketier, positiver Affe, positiver Start, positiver Magnet, Anschlag, Steuer, Karibik, positiv, Blut. Ja. Die Blutgruppe. Positiv. Ja, kann auch negativ. Sein. Ich würde mal sagen, ich gehe mit dem Blut zuerst rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben gerade darüber geredet. Wir haben gerade darüber geredet, dass es erstmal nicht aufgefallen und dann. Ja, das hat Rolle auch gerade. Und das war für mich so klar. Ich so positiv, na klar, das Blut. Positive Ladung und Magnet. Positive Ladung, ich war Ladung richtig, ja klar, positive Ladung. Ach. Das Blut, das habe ich schon ausgeblendet für mich. Ja, und das Blut war halt für mich jetzt gerade so, ach klar, Rhesusfaktor positiv, natürlich, Blut, das muss es sein. Hättest du noch kurz gewartet, hätte ich dir gesagt gehabt, ich glaube, der Pelikan wird nicht an Blut denken dabei. Ich weiß es ja, gut, aber das war jetzt gerade so, das muss es sein. Vor allem, er hat es abgeschickt gehabt und dann so ein paar Sekunden später war so, Alter! Was meintest du mit stark, Kim? Dass der Rücken nicht stark ist, hat mich gebrochen. Ne? Oh. Ich war bei stark bei Presse. Ja, das habe ich auch angeklickt.
Bei Musketier? Ja, das habe ich auch angegeben. Bei Affe. Also alle, du konntest eigentlich in jeden Begriff stark reininterpretieren, deswegen stark. Wir hätten auch, einen starken Rat. Das starke Parfüm. Stab. Magnet ist auch stark. Anschlag kann auch leider Gottes stark sein. Da hat sich Begriffe im Kopf. Ja, na, ich hab tatsächlich gerade versucht, ein bisschen einfach zu denken, aber ich muss auch sagen, diese Wörter, die wir dieses Mal hier hatten, die waren echt scheiße zusammenzufügen. Ja, krasse Wörter, ne? Aber ihr wart auch diesmal komplett alles nur auf Adjektiven aus, ne? Aber alle, aber nur. Kalt, billig, stark, positiv. Nein. Mein nächstes Wort wäre jetzt ein Substantiv gewesen. Ich würde nämlich jetzt eigentlich Antrieb nehmen. Okay. Ich hätte als nächstes teuer genommen, weil mit billig wolltest du nicht unbedingt aus Parfüm gehen. Nee, weil. Oh, ja, den Gedankengang hatte ich. Ich hatte das, aber Parfüm kann. Mir war klar, dass du das vielleicht umdrehen meinst, dass du nicht nur billig meinst, sondern auch das Gegenteil. Bei Parfüm. Aber es gab zu viel, was teuer sein kann. Die Steuer kann teuer sein. Das kann ja, deswegen, da ist nicht billig. Und so weiter. Das waren viel zu viele Sachen. Das war mir einfach zu fail. Also, aber das Blut, das sagt, war jetzt mir eigentlich so fast safe. Und ich muss aber auch sagen, jetzt bei den Wörtern, die wir dieses Mal hatten, da sind mir auch diesmal keine Substantive so wirklich eingefallen. Deswegen muss ich gucken, dass ich damit Schreibungen irgendwie einhergehe. Das war eine schnelle Runde in der Seite. Na gut. So, auf in die nächste Runde. Oh, krass, ey. So, was haben wir denn? Ich bin rot. Ja, Rolle, du bist rot. So, Fett, Rapunzel, Loch, Ness, Satz, Dynamit, Clan, Lagerschlange, Ball, Amboss, Neon, Hund, Ampel, Bayern, Pazifik, Flug, Chemie, Marina, Oktopus, Insel. Wer ist dran? Du bist dran als erstes, ne? Dran. Ich könnte nicht zwei Wörter schreiben, ne, da würde ich perfekt heiß schreiben. Kannst du auch nicht. Leider nicht. Warum wegen? Leider nicht. Steh schon Dynamit, Plan, Lager. Ja, das ist klar. Head ist das schwarze Wort. Krass. Guck mal, es gibt auch zu Eigennamen, gibt es ja auch hier wie Loch Ness, ne? Das ja, sind ja auch zwei Wörter. Hab ich auch gerade gesehen. Ja, gehen wir erstmal simpel oder? Je nachdem. Probier ich gleich wieder Risiko. Aber Kim am Mittel. Was soll das denn heißen? Nee, dass ich jetzt einsetzen muss, wie sie denkt. Ja. Ja, wir machen es jetzt gerade andersrum, aber wir drehen das. Ich denke mal, wir spielen heute noch ein bisschen das Spiel. Wir haben ja irgendwie gerade richtig Bock drauf. Scheint so, ne? Also das macht ja dann auch Spaß, wenn man da so ein bisschen hineininterpretiert alles und. Definitiv. Wir spielen ja pro Runde ungefähr eine halbe Stunde. Außer jetzt gerade, die war etwas schneller. Ja, 16 Minuten. Ich nehme ja live auf. Bier ist das? Weiß ich nicht, probier's. Das letzte Mal Risiko war blöd, da hast du dann gleiche Falsches angeklickt. Aber diesmal bist du ja nicht du in meinem Team. Kann gut laufen, muss nicht. Es kommt ja immer drauf an, wie derjenige denkt, der es liest, ne? Ja, eben. Probieren das einfach. Ein bisschen Risiko. Mal gucken, was du raus hast. Bin gespannt. Ich bleib bei meinem Plan, was Perfect Heist betrifft, nur abgewandelt. In der Hoffnung, dass es vielleicht trotzdem aufgeht. Danke, Überfall. Auf was spielst du an, auf welche Begriffe? Dynamit, Plan und Lager. Weil, also sag mal so, ich zumindest könnte mir jetzt mit dem Begriff Banküberfall nichts Rotes vorstellen von den Wörtern. Maximal vielleicht Bayern. Wenn es dort einen Banküberfall gab. Die Insel. Ja, Insel, aber das ist ja weiß, das ist ja okay. Man kann auch richtig fett absahen. Ja, aber das ist schon weit hergeholt. Ich weiß. Vielleicht denkt Kim jetzt genauso, ach natürlich.
Ach, das ist das bitte nicht. 3 Punkte, ne? Das wäre hart. Ja, der GG. Gleich neue Runde, finde ich gut. Na, kommt's Lara? Oh, die wird fett andrücken. Weil je länger ich drüber nachdenke, desto mehr als richtig fett absahen fehlt mir. Oh nein. Die reden also wirklich über Perfect Heist, sag ich dir. Die reden über Perfect Heist. Bestimmt. Aber ich glaube, also ich weiß es nicht, je länger ich drüber nachdenke, ich würde wahrscheinlich dann Plan, Dynamit und Fett andrücken. Dame. Mit derselben Argumentation. Jetzt kam gerade die Dame dazu, weiß zwar nicht warum. Da kommt der Hund, weil sie einen Hund spielt. Aber ist okay. Hund wäre okay, ist weiß. Das könnte ich mitnehmen. Solange sie nicht als erstes das spielt. Das ist halt das Problem, wenn sie es als erstes. Oder fette Beute, das ist echt Koko. Da hast du recht. Ich darf halt nur das Wort Fett nicht nehmen. Ja. Der Rest ist mir egal. So, der Plan ist da. Das ist schon mal gut. Damit müsst ihr eigentlich wissen, dass in die richtige Richtung geht. Das Lager ist da. Das sieht schon sehr. Dann ist er bei Perfect Heist. Dann sind die vom Gedanken her beim Perfect Heist. Ah, oh, schön. Jetzt bitte nicht noch Fett andrücken oder so. Einfach auf beenden. Oh. Ich komme erstmal nur auf 2 jetzt spontan. Ich gehe mit Fabelwesen. Oh. Hm. Ich weiß noch nicht, ob er drauf kommt, dass das. Ich habe auch bei weit hergeholt. Was? Ja, also. Ja, aber genau das dahin, da will ich gerade. Ich würde wahrscheinlich auch Rapunzel am Ende anklicken, aber ich würde mich hinterfragen, ob das stimmt. Ja, weil es Märchen ist, ich weiß, aber Fabelmärchen ist jetzt nicht weit weg. Weil Rapunzel hätte es auch genauso gut, wenn ihr jetzt Mensch sagen würdest, könnte ich auch Rapunzel anklicken. Deswegen wollte ich es ja nicht machen, weil. Mensch, da ist noch eine Schlange. Schlange scannen. Oh, Schlange ist gut. Mensch wäre nicht verkehrt gewesen, weil hätte die Dame mitnehmen können, das stimmt. Das behalte ich mir mal. Aber wenn wir jetzt Rapunzel wecken, dass der nur noch Mensch für Dame, nur eins. Oh, das ist cool. Ich habe gerade für die nächsten 2 Wörter schon was. Das ist nicht gut, ich habe noch gar nicht überlegt. Ich habe erst nur für 2. Muss man mal gucken, ob das auf der Begriff geht. Ja, ich muss bei meinem auch gucken, aber ich glaube, der geht. Bin ich mir eigentlich sicher. Ja. Einfach, weil mir gerade kein anderer Begriff einfällt. Okay, aber er hat Loch Ness und Rapunzel gefunden, das ist super. So wie ich es haben wollte. Dankeschön, Patrick. Wie hieß das Spiel in der Cyberpunk, ne? Genau. Das kann ich nehmen. Weiß nicht, wo willst du denn hin? Ich will ins Wasser. Aber nicht mit Wasser. Also nicht nur mit Wasser, weil dann ist Insel und Pazifik zu nah dran. Ach so. Aber es sollte. Mir fällt da gerade mein Begriff ein, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dir sagen möchte. Was du weißt, welche Begriffe ich jetzt nehmen will. Yacht und Marina. Genau. Da gibt es so ein Wort mit 3 F in der Mitte. Ist das aber ein richtiges Wort? Ja. Ich kann gerne mal reingeben. Ja. Also wenn du, das würde mir jetzt spontan einfallen dazu. Denkst du gerade an das Wort Schifffahrt? Mhm. Aber denkst du nicht, dass du bei Schifffahrt auch auf Insel kommen könntest oder auf Pazifik? Ja, könnte man. Aber wenn man sich Ich habe eigentlich eher gedacht an Wasserfahrzeug. Weil es ja dann direkt um das Gefährt geht, da mit dem wir unterwegs sind. Kann auch sein. Auch das wäre möglich. Dann kannst du einfach Boot schreiben. Ja, aber irgendwie, also vom Gefühl her irgendwie bei Boot denke ich wieder eher an eine Insel, warum auch immer. Und nicht an Marine.
Aber ich kann dir nicht sagen, warum. Ist aber in meinem Kopf irgendwie so drin. Ich probiere es einfach. Wasserfahrzeug 2. Yacht ist schon mal da. Okay, das kam schnell. Okay, hätte ich doch gleich so schicken können. Ah, macht man sich doch zu viele Gedanken. So. Das lasse ich mal noch offen. Probier das mal so. Probieren es mal über Süddeutsche. Ist das ein Wort? Ja, gibt ja auch die Süddeutsche Zeitung. Ja, stimmt. Bayern hatte. Ich wusste, dass irgendjemand diesen Spruch bringen muss. Das war mir so klar. Liebe Süddeutsche, das seht das mal nicht so. Du willst mir also den Oktopus lassen, oder was? Ich probiere den noch irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich den unterkriege. Also ich wollte erst, bevor du das gesagt hast, habe ich gar nicht an die Tiere gedacht, muss ich sagen. Oh ja. Ja, okay. Das passt zusammen. Kann ich nachvollziehen, aber das ist extra Süddeutsch. Ja. Mensch. Ja, aber das passt. Ich kann es nachvollziehen. Was wird das denn? Alles an. Du bist ein Pisser. Nee. Ich hätte aus Versehen anklicken müssen. Einfach. Also für deine Begriffe weiß ich definitiv noch. Aber für alle vier? Jeweils zwei. Die unteren beiden und die oberen beiden. Weil habe ich schon Begriffe. Die oberen beiden bin ich gerade noch. Ja, das gibt's. Sollte gehen. Also ich krieg also die beiden wird's unterkriegen. Komm schon, gib mir das, was ich haben will. Bitte. Du auch, Coco? Das ist doch. Das ist schön. Also Bayern war schon mal richtig. Ja, nimmt die alle, wird das Bass nehmen. Ja, aber guck doch mal genau hin. Extra auch nicht Deutsch geschrieben, sondern Deutsche. Mensch. Weil es eine Dame ist. Komm schon. Enttäusch mich nicht. Hätte ja auch Süddeutschland einfach schreiben können. Ja, das wollte ich ja gerade nicht. Deswegen habe ich das extra so geschrieben, weil ich dachte, dann wird es ganz klar, was ich haben wollte. Okay. Das macht es jetzt natürlich. Wobei der Oktopus ja eh nicht ganz so ganz, den kannst du ruhig theoretisch wegnehmen, weil der Hund ist als Tier auch noch drin. Ja, aber ich will ihn ja nicht nur so nehmen. Willst du dann jetzt einen Neon-Oktopus machen oder was? Wäre lustig. Und klar, ich könnte jetzt sagen, ich gehe Schlange und Ampel und gehe das in Richtung Autos. Ah, ne? Also, Genau, da wäre ich jetzt auch in die Richtung gegangen, die beiden so und die anderen beiden. Die anderen beiden halt mit ja. Entweder Landwirtschaft ist schon zu weit gegangen. Ja, da wäre ich aber auch drüber gewesen dabei. Also in die Richtung auf jeden Fall. Gibt's auch auf der Insel und in der Schweiz nur so viel dazu. Landwirtschaft. Mhm. Wäre das ein erster Gedanke dabei? Nein. Nee, ich glaube nicht. So von daher. Ne? Also wir gehen erstmal damit, denke ich. Was machst du? Ich werde erstmal, denke ich, mit der Landwirtschaft gehen. Okay, ich hätte erst die anderen Begriffe, okay, mach ich. Ja, das ist am Ende. Ja, du musst es ja wissen. Flughahn. Könnte man zumindest drauf kommen, also zumindest von deinen Begriffen passt da jetzt nichts dazu. Also jetzt nicht im. Nicht, wenn du nicht über 1000 Ecken denkst. Natürlich könntest du auch eine Dame in der Landwirtschaft arbeiten lassen. Aber. Ach, meine Mutter, dieses Bild rausrutschen. Welches Bild? Wenn ich mit der Maus rausfahre, passiert hier immer irgendwas. Wo
Und in einer Parallelwelt gibt es auch eine kleine Prozentualchance, dass man dabei Landwirtschaft irgendwie auf Fett kommt. Landwirtschaft 2. Ne, könnte man rein hypothetisch auch, aber dann schon eher auf dem Hahn eigentlich. Wobei ich jetzt eigentlich noch einfacher schreiben könnte. So, dass das im Nachhinein erst einfällt sowas, ne? Das Problem ist, ich werde einfach Bauern aufschreiben können. Ich werde die 5 jetzt auch nicht verbinden können. Also Satz und Dame kriege ich noch zusammen. Er hat aber noch im Hinterkopf wahrscheinlich, dass du 1. Also 1 für Süddeutsche hat er noch im Hinterkopf. Ja, hoffe ich. Das heißt, du musst theoretisch nur 4 verbinden. Ja, aber wie verbinde ich das? Also Pazifik und Oktopus kriegt man schon irgendwie hin. Aber dann noch ein Neon. Und Satz. Das ist halt der Punkt. Also ich kann schon mal sagen, auf alle Fälle gebe ich ihm 4 Votes, damit er 5 machen kann. Musste. Das kann ich schon mal sagen. Also ich hoffe, die Dame hat er noch im Hinterkopf. Octopus Pazifik ist dann so wie Meeresbewohner. Das Neon kriege ich nicht unter. Was gibt es denn? Es gibt doch so Tiere unter Wasser, die so leuchten. Ja, ich habe schon gegoogelt gerade, aber da kam nur nicht das, was ich haben wollte. Also Laternenfisch zum Beispiel. Ja, irgend sowas in der Richtung. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber das Ersatz schwierig dann. Guck mal gerade. Oh, okay. Was? Coco. Also ich habe jetzt was gefunden, ein leuchtender Oktopus, habe ich jetzt gefunden. Ob der im Pazifik lebt, ich weiß es nicht. Ja gut, aber damit aber ich brauche doch, ich weiß noch nicht, wie ich den Satz reinkriege. Kann man den Satz irgendwie anders interpretieren? Ja, ich war ja beim Spiel, beim Tennissatz zum Beispiel. Ja gut, aber den mit dem Meer zu verbinden kriegst du nicht hin. Leuchtkalmarsprache. Ja, genau. Das Wort gibt's garantiert. Mal gucken. Das ist ja mal ein Piesen, wenn das ein Wort ist. Nein, es gibt nur Leuchtkalmar. Gott sei Dank, ey. Also das kriege ich vielleicht hin. Heißt, er wird einen raten am Ende. Er muss 2 raten, ja. Also theoretisch auf die Dame könnte er noch im Nachhinein jetzt kommen und dann die anderen 3 zusammen und dann... Wie heißen Fische, die in einem nicht im Rudel, die sind doch in... Schwarm. Oder? Aber das zusammengesetzte Substantiv stimmt, ne? Genau. Okay, ich gehe damit. Ich probiere, dass er mitmachen kann. Ich weiß nicht, ob er damit klarkommt. Das ist die einzige Chance, die du hast, glaube ich. Also Neon, Oktopus und Pazifik sollte er hinkriegen. Die Dame von Süddeutsche und dann muss er raten. Gut, Neon ist da. Das ist schon mal gut. Und Kalmar, also müsste, denke ich, wissen, dass es... Hoffe ich. Ein Fisch ist. Das ist ein Tintenfisch halt. Und damit muss er auch im Pazifik eigentlich wissen. Und, ja. Vielleicht hilft ein Kim ja auch. Ich hab's gerade gehört, wie sie bloß sagt, wie Sophie? Oh. Weil nicht klar ist, also, dass wir jetzt moten müssen, weil ihr macht fertig. Weil ich weiß, dass ihr fertig macht. Ja gut, nicht verkackt ist. Und deswegen muss ich aber hoch reingehen. Das Ding ist halt, das Wort, was ich jetzt im Kopf habe, ist ja eigentlich sehr simpel. Koko, hätte ich das geschrieben, wäre damit nicht. Okay, er hat einen Oktopus, er hat einen Pazifik, das ist schon mal da. Die Leuchtkammer hat er schon mal verbunden. Jetzt muss er nur bitte die Dame von vorhin und einmal raten. Und bitte nicht falsch. Okay, Neon hat er. Das war's klar, weil es das einzigste Leuchtende ist. Aber das ist dann trotzdem klar, dass du dann denkst, okay, warum 4, wenn es doch nur 3 gibt? Ja.
Wenn du da nicht so im Kopf hast, er muss daran denken, dass ich hoffe, dass er den letzten noch mitnimmt von Bayern, von Süddeutsch. Also selbst wenn er Daumen nicht weiß, kann er nach Ausschlussprinzip gehen. Wenn er sich das nochmal anschaut. Das weiß ich nicht. Was passt zu Süddeutsche? Wenn er sich das halt nochmal anschaut, wenn er sich da abgehakt hat. Oder geht dann doch auf Fett. Ja, wahrscheinlich. Tierfett. Ne? Das kann sein. Das wäre lustig. Er ist sich unsicher. Ja, das merkt man. Ich höre auch neben mir nichts reden. Also er scheint gerade entweder ein Monolog sein oder ziemlich zu grübeln. Da hast du Oktopus? Er nimmt auch einen Pazifik. Wenn er einen Oktopus nimmt, nimmt er auch einen Pazifik. Muss er nehmen. Das ist das Einzige, was dazu passt eigentlich. Eben. Passt nichts anderes mehr dazu. Also so, ob die jetzt im Pazifik sind, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber selbst wenn ich es nicht wüsste, ist thematisch das Einzige, was passt. Ampel und Insel. Ampel? Ampel finde ich interessant. Wegen Leuchten. Ja. Das ist eine Dokumentation, die soll er nehmen. Ja. Darauf schließt er jetzt. Insel natürlich, schwimmt das nicht bei uns in der Nordsee rum, das ist mir schon klar. Aber er denkt nicht an Süddeutsche. Nee, das hat er nicht mehr im Blick. Dass die 4 für Süddeutsche noch steht. Und das letzte zum Raten ist. Wenn er jetzt mir die Ampel wegnimmt, nehme ich Basilisk. Ob Kim das weiß? Ja. Ja? Ich weiß, ihr habt es geschaut, aber hat sich das gemerkt? Du kannst es gerne ausprobieren, ich glaube, das. Ich probiere das aus, ist mir egal, probier's. Wenn er die Ampel wegnimmt. Oder machst du es so wie mir, Herr Mieten, da stand da nur Rohre auf dem Zettel. Das? Er nimmt die Insel, ne? Ja, da hat die Ampel weggedrückt, schade. Ja, aber er muss probieren, also er hat keine Wahl. Jetzt kommt Chemie. Ja, es leuchtet. Ja, er zerdenkt. Er zerdenkt Biochemie. Ja, es kann ich nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Eieiei. Es ist die Insel geworden. Schade, jetzt kann ich nicht mit dem Basilisken gehen. Kannst du trotzdem, du hast ja noch eine Runde. Ja, genau. Ich muss das andere noch verbinden, ne? Satz und Dame, das ist ja easy. Oh, stimmt, ich wollte Spielrunde machen, da gibt es ja noch das Wort Ball. Du kannst auch Spielrunde, ja. Ja, ich wollte Spielrunde machen. Aber da ist der Ball drin. Ja, du könntest auch einfach, also ich würde bei dir sogar drauf kommen, wenn du dann sowas wie Schach schreibst. Auch wenn es jetzt kein Satz ist. Nee, aber ist aber kein Satz, nee, das ist halt. Aber da würde ich trotzdem drauf kommen. Bei was soll es sonst sein von den anderen Sachen? Ich kann aber auch Tennisspielerin machen. Ja. Das geht auch. Könntest du auch? Ah, komm, du machst das jetzt eh rund. Das Ding ist, denke ich, jetzt zu einfach. Wenn ich jetzt einfach nur Auto schreibe. Kann. Kannst eine fette Karre fahren. Du würdest es verstehen auf jeden Fall. Man kann eine fette Karre fahren. Man kann einen Hund damit transportieren. In der Schweiz kann man nicht so rasen. Ein Auto wird mit chemischen Berechnungen betrieben. Also halt. Ja, genau. Manchmal sitzt da auch eine Dame drin. Mitnehmen. Und ja. Wie kriegst du den Satz da unter? Naja, man kauft ja Autos immer im Satz, oder? Ach so, stimmt, Reifensatz. Ne? Ja, nee, die so. Autos. Ja. Natürlich. Na ja, komm, hau raus. Also Auto 2. Es sollte eigentlich. Adieu, ich hoffe, neben mir ein bisschen. Adieu. Also sag mal so, zumindest du und Patrick würden es auf jeden Fall haben. Da ist die Ampel. Kim denke ich auch. Tim ist kein Autofahrer. Ich vertraue da voll drauf. Oder ja. Auch nicht. Oder auch nicht. Oh nein.
Ampelchemie Schweiz, okay? Was, Amboss? Ja, genau. Was hat ein Auto mit einem Amboss zu tun? Das weiß ich auch noch nicht. Das ist wahrscheinlich. Ja, super. Ja, genau. Da ist die fette Karte. Da kannst du auch fett andrücken, weil das ist egal. Das ist wohl. Die wird auch fett nehmen, oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. GG. GG. Der will gerade Schlange, nee. Hätte ich lieber Stau schreiben sollen? Verkehr. Ja, Verkehr. Es sei denn, sie kommt auf den Gagball oder sowas, wäre auch falsch gegangen. Keine Ahnung. Ja, bei Verkehr kommt sie am Ende auf die Dame. Aber Fett würde ich nicht kommen. Klar, du hast Fette beim Fahrzeug, klar. Nein! Dankeschön! Was wär's gewesen? Die Schlange. Die Verkehrsschlange, die Stau. Der Stau. In der Schlange stehen. Ah, schön. Gibt's das Wort Verkehrsschlange? Leuchtkalmar 4 Stück gemeint. Leuchtkalmar, also du hast die drei richtigen angeklickt. Der vierte war die Dame noch, die ich haben wollte von Deutsche. Süddeutsche. Ja, Süddeutsche. Da war da das Mars wegen Bayern. Ja, also das ist mir auch erst später aufgefallen, das Mars. Dann hätte er dir einfach nur Süddeutschland geschrieben. Genau. Deutsche. Die Deutsche war extra, weil es eine Dame ist. Mars. Genau, und der letzte war eigentlich bloß random guess, damit wir gewinnen. Weil den Satz konnte er nicht mit unterbringen. Sonst hab ich dir, und deswegen habe ich dir gesagt, hey, du kriegst 4, 3 für den Kalmar, genau, ein für einen. Hättest du zum Beispiel, du hättest Schach nehmen können. Ja, bei Dame und Satz, aber dann. Du dann Neon, Oktopus und Pazifik rein? Bitte was? Nee, ich meine, nee. Ja, als nächstes hatte ich jetzt Tennisspielerin. Wäre das nächste gewesen. Das guck, aber Rolle, ich habe auch Schach gesagt zu dir. Ja, ihr denkt scheinbar gleich, dass Schach ein Satz ist. Das ist schon. Bei Schach, was hätte es sonst sein sollen, außer ja, Satz? Ja, ist ja richtig. Thematisch logisch ist, aber. Ja, sicherlich Tennis, Schach oder Tennis. Also, das ist schon richtig. Oder Sport. Ja, Tennis war dann eine Rolle. Obwohl bei Sport, wenn du da wieder Tennis genommen hättest, hätte ich den Ball genommen. Ja, das war halt mein Problem. Ja, stimmt. Weißt du? Jetzt Schachspielerin. Also, Du hast alles genau gleich richtig erraten. Das war ja Wahnsinn, ey. Aber ich hätte auch auf, also Autoball hätte ich vermutet jetzt, wegen dem, das gibt's ja, Autoball, das Spiel. Mm-hmm. Rocket League. Ja, Rocket League zum Beispiel, ja, als Beispiel. Ja. Aber Schlange wäre meine Interpretation von Stau gewesen. Aber ich, ja, genau, das war ja auch gedacht. Ich überlege, ob ich Stau schreibe, aber da war es nicht nur wegen Ampel, wenn da dann trotzdem die Ampel fällt. Naja, ja gut, im also Stau ist ohne Ampel. Ja. Ja, nicht zwangsweise. Auf der Autobahn, ne? Wenn ich im Stau stehe, gibt es keine Ampel. Vielleicht hättest du Fahrzeug geschrieben, statt Auto. Da wäre doch dasselbe, da wäre es auch nicht auf die Schlange gekommen. Nee, ich glaube, Stau wäre tatsächlich schon das gewesen, wo ich die Ampel auch mit erraten hätte, gerade wenn ich halt überlege, wie es bei uns hier in der Innenstadt manchmal mit dem Stau ist und da auch viele Ampeln trotzdem mit dastehen. Und somit war ich halt bei Auto jetzt hier bei fetten Bonsenkarren gedanklich. Ja, das war auch Rolles Aussage. Ja, naja, ich hatte auch gesagt, ne, kommt da die fette Karre bestimmt oder sowas. Und dann kam es von dir kurz danach, fette Karre. Ja, das hast du auch genauso gesagt. Ja, ich hatte überlegt, eher so Verkehr zu nehmen für die beiden Begriffe. Oder so. Ja, schon, aber am Ende kommt dann wieder Dame, wie vorhin. Die Verkehr hat, ja. Und der Ball für Gagball, ich weiß, ist klar. Ja, so, deswegen habe ich das rausgelassen. Aber am Anfang bei Plan, Lager, Dynamit, was habt ihr da geredet? Also Lager hätte ich nicht getippt. Also Dynamit. Warum gesagt, hast du das genommen, Kim? Was, das Lager? Plan, Lager, Dynamit, warum hast du die drei genommen? Bei Banküberfall war das, ne? Ja. Genau. Naja, also Plan, weil man macht sich ja vorher einen Plan in den meisten Fällen, wie man eine Bank überfällt. Dynamit, oftmals sprengt man vielleicht doch irgendwas auf, wie zum Beispiel so einen fetten Safe.
Ja. Und Lager könnte ja dann halt in dem Sinne entweder der Safe an für sich, das Geldlager sein, oder das, wo man das Geld erstmal zwischenlagert. Mhm. Ja, genau. Und ich hatte den Gedanken, dass sie über Perfect Heist redet. Das haben wir auch tatsächlich. Das war eigentlich auch mein Plan, dass ich das wollte. Aber ich habe gedacht, dann der Hund und die Schweiz. Weißt du? Genau. So, da, wir waren dann bei Hund und Dame, so, ne? Mhm. Weil es wird ja auch immer gerne mal so die Dame bei Perfect Heist gespielt. Und du spielst den Hund? Spiele ich, und den Hund spiele ich ja übrigens gerne. Ja, aber den Hund war mir egal, weil der Hund weiß es. Und auf geht's. So. Ich probiere jetzt mal extra nichts zu hören, irgendwie. Weil Kim schon wieder laut Hä schreit. So. Ich müsste gucken, dass ich meine Kopfhörer mal noch lauter machen kann. Dass das funktioniert. Noch ein Scherzkeks? Strubi, den kriegst du dann ganz exklusiv. Den kriegen die anderen beiden nicht. Warum kommt der Scherzkeks nicht durch? Ich höre den gar nicht. Coco, dein Scherzkeks hat Verspätung, aber du kriegst ihn trotzdem. Ich sehe ihn ja. Der kommt nur soundtechnisch gerade nicht durch, ich weiß nicht warum. Zwei Tauben treffen sich. Fragt die eine. Hast du schon gehört? Schüttelt die andere den Kopf. Nein, ich bin doch eine Taube. Ja, war schlecht. So, guck mal, da gibt's einen Scherzkeks. Wie geil. Pass mal wo, das, guck doch mal hier, hat, hey Coco, was ist das denn? Corona. Dennis hat hier was eingefügt, hä? Perfect Heist. Er hat hier ein ZMF-Dings eingebaut. Hikobi, Amaros, ach, Corona, Scheiße. Pasmophobia, Scherzkeks, Perfect Heist. Das sind so ein paar Insider. Dennis, du Verrückter. Der Text kam 5 Minuten später, auch der Sound ist schon längst durch gewesen. Achso, jetzt hast du ja sozusagen jetzt 2 Scherzkekse gekriegt. Jetzt hast du 2, egal. Hier, die werden nicht von unter. Ja, es ist Halloween, da kann man mal einen gratis Scherzkeks rausknallen. Gratis, klar. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Gerade weil ich mit Kim ja zusammen spiele, da muss ich ja noch dann. Mädels, okay, da haben wir Coco. Amaros. Nein. Verona. Mutter. Nadel oder Nadel? Hm? Mein gemerkt. Bikini ist Mädels. Also ich trage als Kerl selten Bikini. Hab ich da, trage ich selten. Ganz 11 aka 11 könnte man machen. Ninja ist genderneutral formuliert, aber ich denke, mit Coco, Verona und Mutti passt das schon. Also Coco, Mutti und das Beste zum Schluss im Atmen. Ich denke, ich habe das kapiert, was sie meinte, was sie mir sagen wollte. So. Das hätte ich angerafft. Das war relativ easy gerade, ja, und das stimmt. Hm. Da braucht ich eine Tape. Genau, ich habe jetzt ja nur mitgeteilt, was ich vermute, was es auch noch hätte sein können, auf was ihr damit anspielen können. In der Form. So. Erinnere mich mal nach der Runde dran, falls ich nicht selbst dran denke, ob ich meinen Kopfhörer lauter machen kann, ohne dass es für die Zuschauer lauter wird. Dann würde ich das nämlich mal probieren. Vielleicht lege ich mir mal den vierten Regler um. PlayStation weg und dafür den vierten Regler. Für die Kopfhörer, dass ich die immer jederzeit lauter und leiser machen kann, wenn ich da möchte. Muss ich mal schauen. Spiele 2. Das ist ja auch... Ja, das kannst du schon durchdrücken gleich. Gut, also die ganzen Insider sind weg, bis aus Amaros und der Scherzkeks. Und wir sind gleich auf. Aber Perfect Heist hätte man noch mit der Bombe, mit der Leiter in Verbindung bringen können. Da gibt es auch die Klasse Ninja, es gibt ein Gewehr. Gibt es viele Sachen. Hm.
Was kommt als nächstes? Ah, dass Dennis hier gleich schon Wörter eingefügt hat, ist der Wahnsinn. Das ist so. Hat er, ob er dich auch schon eingefügt hat, bestimmt. Also Blue und... Also bei Eis einzufügen wird vielleicht blöd werden, aber sonst. Ja, machbar ist alles. Mhm. Aber dass das dann auch die Wörter sind, die man auswählen kann. Ja, je nachdem, ob du sie kriegst. Es sind vor allem viele Personen in der Runde drin, ne? Gerade 11 Amaros, wenn ich das noch so sehe, der Leiter, Ninja, Zentaurer. Ein Zentaur. Also das ist, ja, da ist viel möglich. Da ist wirklich sehr, sehr viel möglich. So. Das macht schon Spaß. Also auf jeden Fall, also ja, also das ist so ein simples Spiel eigentlich, aber das macht echt Laune. Ja, weil man ein bisschen was überlegen muss, weißt du? Ich meine, bei anderen Spielen musst du auch überlegen, aber... Ja, aber du kannst hier ganz entspannt, das ist jetzt nicht so, wo du hier rumrennst und... Du hast keinen Zeitdruck. Ja. Der Druck ist weg, das ist schon gut. Weiß auch nicht, ob man noch mit noch mehr Leuten spielen kann, in anderen Teams oder sowas. Weiß ich nicht. Aber es hat heute gepasst, weil wir zu viert sind. Das ist richtig. Ja. So, was kommt? Reif. Reif ist Tau. Das ist ganz klar. Reif. Also Tau ist klar. Die Mutter ist schon weg. Ja, das ist jetzt fies, wenn ich sage das. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ist Amaros schon reif? Abgabe. Tour, Leiter. Ninja, Nadel, oh. Nadel, Gewehr, reif, Bombe. Reif. Also reif, was dieses Gefrorene angeht, könnte man hier tendieren. Mhm. Bin mir aber nicht sicher. Horn, Scherzkeks. Also Afrika ist das. Was ist denn noch reif? Reif kann auch eine Frucht sein. Haben wir eine Frucht hier drin? Scherzkeks hast du da. Ein Scherzkeks ist aber nicht reif. Elf, Amaros, Glas, ja, reif, Abgabe. Tor, Leiter, Ninja, Gewehr, Wand, Scherzkeks, Horn, Arktis, Aren, Bikini, Zentaur, Afrika. Also Tau ist safe. Das ist safe. Reif. Was ist denn noch reif? Reif hast du auf der Wiese. Reif kann eine Person oder eine Frucht sein. Person würde ich jetzt hier mal rausnehmen. Ja, aber ich meine halt eine reife Person. Ja, aber haben wir jetzt keine da, die da passt? Reif kann es jetzt das auch sein. Einzigste... Nicht nur vom Erfahrungsstand vielleicht. Ja, aber da hast du auch nichts. Weiß, oder dass er sich vernünftig... Aber da hast du ja auch nichts. Ja, das meine ich aber mit 11, sage ich mal, die Person ist schon reif. 11 Jahre alt. Schon so weit reif im Kopf. Afrika-Zentrum. Für mich kann es eigentlich fast nur die Arktis sein, wie durch dieses... Reif ist ja gefrorenes Wasser, also Eis sozusagen, leichtes. Ich würde damit gehen. Und das war falsch. Dann weiß ich nicht, was sie meinte mit Reif. Sollen wir gucken. Ja, wird man sehen. Weiß kommt dann. Gucken, was Dennis dir erstmal jetzt bietet. Er guckt da so richtig ahnungslos jetzt, was du gerade in die Arktis... Der Opa? Mhm. Sieht aus wie Dennis, würde ich sagen. Ja, stimmt mir zu. Ich bin das bei dir anders als bei mir? Ich glaube nicht. Wir haben alle die rechts sehen mit dem Schwert auf dem Rücken. Links das Mädel neben Leiter mit den Hörnern. Oder? Müssen doch dieselben Karten sein. Nee, bei mir sieht es anders aus. Okay, dann hast du andere Hintergrundbilder. Ich habe unten in der Mitte, da wollte ich... Perfekt heiß ist es, der schwarze mit der Brille. Okay, ne, den habe ich unter Abgabe. Aber dann sind die Unterschiede verteilt, einfach bloß. Ich bin der Herr mit den langen Haaren. Das passt.
Okay, ich trage keine Fliege. Gestern, nee, vorgestern Schlips getragen, das war alles. Mal wieder. Nee, vorgestern? Gestern. Gestern war Montag. Gestern. So, was kommt? Haarentfernung. Also ich würde schon mal wieder sagen Amaros. Das hab ich Bikini-Sonne, ja? Das. Das Bein, okay. Das ist auf jeden Fall, die zwei sind es auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, was noch dazu kommt. Geh mal raus aus dem Chat. Ich sehe, dass du dich gerade eingeloggt hast in den Stream. Bombe, Bahn. Zentaur, Horn, Nadel. Du kannst es auch mit Glas abschneiden, ne? Ja, das ist ja blöd. Mit Nadel kenne ich es ja mit Nadel und Faden, dass du die so zupfst, ne? Also Glas ginge und Nadel ginge. Oder mit dem Ninja lässt du die abschnibbeln. Kannst du es ja wegschießen lassen. Und des Weiteren, Haar ist doch auch Horn, oder? Nur sehr dünnes Horn. Haar ist sehr dünnes Horn. Ja, ja, Haar ist Horn. Aber weiß ich nicht. Also, das glaubt nicht, dass er Dennis darauf will. Ja, oder du passt, wenn du sagst, es ist dir zu heikel. Ja, es ist mir auch zu heikel eigentlich. Ja, du musst ja nichts sehen, du kannst auch sagen, nee, es reicht. Du kannst ihm sehen, er sieht jetzt, du hast Nadel im Visier. Genau. Führt ja. Mal gucken, was Kim mir jetzt vorgibt. War ja beim letzten Mal, ich muss ja noch, das Reif ist ja noch bei mir offen. Was kann denn noch reif sein? Reif. Gewehrtour. Oh, stark. Das ist doch wieder so Analogie wie vorhin. Ein Ninja kann stark sein, das kann stark sein. Meine Scherzkekse sind immer stark. Also. Nehmen wir erstmal das rein. Ein Centaur ist stark nach Kims Überlegen. Gut, den Lacher wollte ich haben. Den Lacher wollte ich haben, das gebe ich zu. Da kam gerade ein lauter Lacher rüber. Den Lacher wollte ich haben. Okay. Ja, das musste sein, sorry, aber es war gerade so verführerisch. So, Ninja ist stark, theoretisch. Ja, da war der Scherzkeks sein. Ein Centaur ist stark. Glasabgabe, Gewehr, Bombe. Die Bombe ist stark. Ein Baren ist nicht stark. Afrika nicht stark. Wand. Eine Wandstärke. Scherzkeks nicht Horn. Horn ist nicht stark, das ist nur hart. Gewehr ist nicht stark. Nadel ist nicht stark. Na, harter, starker Faden. Das geht noch. Leiter ist nicht stark. Aber vielleicht gibt es mir auch nur drei, damit ich den Reif noch mitnehme. Dann hältst du mir einfach 11 Amaros. Also ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Centaur. Den nehmen wir und wir nehmen auch die Bombe. Die falsch war. Die war nicht stark. Die war diesmal nicht stark. Die Nein, die war diesmal nicht stark. Ja, stark ist halt schwierig als Begriff, weil du kannst überall reinkommen. Ja, da kannst du fast alles sagen. Waren kann auch stark sein. Ja, aber dann vermute ich mal, dass es die Wand war und der Ninja noch. Wand könnte sein, ja. Wand und der Ninja. Aber das. Auch starkes Horn. Starker Scherzkeks kann auch sein. Der Scherzkeks war nicht stark. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Den hab ich ja nur just for fun angeklickt. Aber den Amaruslacher, den brauchte ich, den wollte ich holen. Der war gut. Okay, mal gucken, was Dennis dir jetzt Schönes vorgibt. Wieder gleich auf. Die Karten, die da rechts oben liegen, die legst du drauf quasi, ne? Also das wäre dann...
Ja, das ist das Deckblatt. Das ist einfach bloß das Deckblatt, ja. Ich glaube, das Spiel gibt es halt auch so, dass du so privat da sitzen kannst und das spielen kannst. Ohne digital. Bei mir ist das jetzt der Opa. Jetzt gerade mit dem Hut. Mit der gelben Brille. Vor allem der Schwarze mit dem Schwert, der sieht schon aus wie Will Smith, oder? Ich hab. Ja, der Schwarze hat ein Schwert. Nee, bei mir ist es Will Smith mit einer blauen Sonnenbrille. Aber ja, der hat ein Schwert auf dem Rücken. Echt? Hat er bei dir kein Schwert hinten auf dem Rücken? Nein. Bei mir hat er die blaue Sonnenbrille und ein Schwert auf dem Rücken. Okay. Ja. Ah, ja. So, mal gucken. Also stark waren zwei übrig, Ninja und Wand vermutlich. Auf was meint sie mit reif? Reif ist für mich immer noch nicht klar. Hallo da drüben, danke. Am Feiern her. Ja, es ist nur am Gackern. Aber halt deine Lautstärke, das ist so. Ja, ich verstehe das, wenn man lacht, dann lacht man, das ist schon klar. Ja, ja. Aber es ist halt blöd, wenn man nebeneinander so das geht, sich gegenseitig ins Mikrofon da. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich braucht man hier zwei getrennte Zimmer. Die Wand bringt halt nicht sehr viel. Na komm, Dennis, diskutier es nicht wieder aus. Guck mal. Die längste Zeit des Spiels ist Dennis Gedankenphase. Ja. Ja. Du hast jetzt alle immer gehabt, naja. Nee, stimmt, du hast den dritten nicht. Kleinwüchsig. Das ist böse. Das ist so böse. Keine Ahnung. Das? Ein Ninja kann klein sein, das ist richtig. Die Spielverbindung wurde unterbrochen. Wollen wir kurz neu laden, reinladen? Bei mir auch. Mit dem Spieltisch verbinden steht hier? Bei mir auch. Und da sind wir wieder. Okay, du bist dran mit Playernwix. Der Ninja ist ja weg. Den musst du neu klicken. Jetzt habe ich bei mir wie Zombies alles. Ja, ja, ach, du hast noch nicht aktualisiert? Das war, hatten wir doch vorhin schon. Das ist, das seit 18 Uhr haben sie diese Halloween-Version drauf. So, jetzt, ja. Jetzt hat der Schwarze auch wahrscheinlich auch das Schwert auf dem Rücken. Jetzt hat der Schwarze ein Schwert auf dem Rücken. Ja, ja, genau, okay. Dann wissen wir, wo es lag. Okay. Okay. So. Ja, keine Ahnung. Es ist vor allem gemein, wenn man Leute nicht kennt. Naja, das ist ja einer der beiden hier. So, Amaro ist nicht gerade der Größte, kann ich dir mal so sagen. Du kennst ihn, deswegen sage ich ja, Amaro ist nicht gerade der größte Mensch auf dieser Welt. Er ist lieber, aber nicht der Größte. Ich weiß nicht, ob das jetzt erzählt. Also, er wäre nicht kleinwüchsig, aber er ist noch nicht der Größte. Sagen wir es. Weil ich sag mal so, von allen anderen Sachen, außer der Leiter vielleicht noch, aber das passt nicht. Muss es eins der beiden sein? Vielleicht auch Afrika? Afrikanische Kinder? Da wird es eher nicht kleinwüchsig sein. Wird eher unterernährt sein. Aber denk dran, du hattest glaube ich auch noch was offen von der Haarentfernung, ne? Ja, aber... Der hat er dir auch nur kleinwüchsig gegeben, dass du mir noch einen wählen kannst oder sowas. Ja, das ist natürlich nicht... War es nicht der Ninja? Okay, hätte mich auch gewundert, wenn er Ninja als kleinwüchsig bezeichnet. Aber ich wüsste sonst nichts. Also ich vermute mal stark, das war Amaros. Ja. Gemeint. Der andere? Was ist denn jetzt schon wieder spielverbunden? Dennis, was hast du für Internetprobleme hier? Mensch. Kriege das Internet hin. Dieser Horst. Komme ich noch wieder auf den Tisch drauf? Ich muss jetzt nochmal refreshen und nochmal refreshen und nochmal refreshen.
Aufwindung. Kommt ihr wieder rauf auf den Kanal? Wir kommen nicht, es geht nicht. Nee, bei uns steht auch immer Spieltisch verbinden und dann drückst du wieder ich drauf. Ich bin wieder drinnen. Ich bin wieder drinnen. Warum bist du auf einmal so laut? Weil ich das mit näher reingemacht. Okay. Das ist sehr laut auf einmal, Kim. Spiele wieder verbunden. Ich bin wieder drinnen und wieder raus. Ja. Dennis hat das Spiel kaputt gemacht. Okay, jetzt. Jetzt spielen wir aber richtig. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ja, aber wie gesagt, bei Kleinwüchsig vermute ich stark, dass er mal aus ist. Der zweite? Das weiß ich nicht, was er da meint. Also könnte 11 sein. Kind wie eine Elfe? Ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Müsste ich mich ja jetzt an. Was, eine Elfe? Elfen sind ja an sich nicht klein. Das sind solche genauso groß wie Menschen, bloß mit spitzen Ohren. Ja, kann auch größer sein. Hast du Herr der Ringe gesehen? Ja, aber meistens sind sie, ja. Sicherheit. Alter. Das Gewehr gibt mir Sicherheit. Mhm. Sicherheitsglas. Sicherheitsleiter? War das mit stark gemeint? Ah, stark, starkes Glas. Hat man, glaube ich, noch gar nicht, ne? Also Sicherheitsglas ist eigentlich safe. Nicht. Warum ist Sicherheitsglas nicht safe? Was? Das war doch jetzt safe, oder? Hätte ich ja gesagt. Also, ja, also das von den dreien war für mich das... Das war das safeste, ja. Das dachte ich jetzt eigentlich auch. Ah, herrlich. Lass dir schmecken. Dankeschön. Dankeschön, was gibt's denn? Wir hatten nur ein paar Chips. Deine Nervennahrung. Verstehe. Abendessen habe ich ja schon. Schnupp, schnupp, schnupp. Bei mir ist es jetzt so eine Person, die den Kopf hochnimmt. Ja, ja, die ist jetzt auch bei mir umgelandet. Da hast du jetzt vielleicht die auch bekommen, die ich jetzt da hatte, an der Stelle. Wahrscheinlich schon. Oben links der Skeletttyp, danach der Piratentop-Typ. Ja. Und drunter die Dame mit den Hörnchen. Und dann links und unten drunter der im Anzug. Zweimal dasselbe und links so eine. Ja, ja, dann sehen wir die gleichen, genau. Genau. Deswegen sag ich ja, der mit der Sonnenbrille sieht aus wie Will Smith. Temperatur. Temperatur. Also warm. Könnte warm, Kann auch kalt sein, ne? Was ist denn hier von kalt? Also wenn ich jetzt an Leiter denke, Stromleiter, warm, Wärmeleiter. Kaltes Gewehr, heißes Gewehr. 11 Grad. Amarus, heißer Typ. Keine Ahnung. Wärmeabgabe. Bei solchen Heizthermostaten manchmal hat man auch so eine Nadel, die ausschlägt. Ah, Entfernung fehlt mir eins. Eine Nadel hattest du ja schon mal. Aber er hat ja nur 3 gegeben, das heißt, eins hast du noch offen. Ich kann ja trotzdem 4 erraten. Ja klar kannst du 4 erraten, aber ich meine, er hat ja 3 gegeben. Er meint auch wirklich beide oben mit Elf und Amarus. Beide. Ja, aber Elfen. Ich meine, es gibt kleine Elfen, es gibt aber auch große Elfen. Natürlich. Und vielleicht kennt Dennis nur die kleinen Elfen. Nadel war es nicht. Okay. Weiß ich nicht, was er mit Hauentfernung noch meint. Ich wäre jetzt eigentlich auch darauf ausgewählt. Klärmer Hammer, hast du schon. Unterwegs. Tour. Wenn er jetzt aber noch auf, wenn sie noch auf das Sicherheit anspielt, dann haben wir immer noch das Gewehr. Und die Leiter. Also Tour ist jetzt erstmal safe für Warren ist es nicht, Horn ist es nicht, Scherzkeks ist es nicht, Wand ist es nicht, Abgabe ist es nicht.
Also machen wir erstmal die Tour. Okay. Dann gibt das mir ein Gewehr mit gewissen Sicherheit. Und es gibt mir noch die Leiter. Was anderes? Jawohl. Ach mein, schwer runter. Fand ich ganz lustig. Vor allem diesen Lachflash, den musste ich rausholen, als es um kleinwüchsig ging. Kim, jetzt ist dein Mikrofon zu nah dran, man hört dich pusten die ganze Zeit. Das ist der Wind, aber ja, warte. Genau. So. Genau, als das mit, was war das wohl, was da kam? Kleinwüchsig. Nee, nicht kleinwüchsig, sondern bei Mädels hatte ich das, glaube ich, nee, stark, stimmt, aber bei stark kam dein Lachreiz, weil ich als Amaros angeklickt habe. Ja. Dennis, hast du einfach mal ein Kartenpack erstellt, in der Pause? Ja. Sehr schön. Das Problem ist, dass ich leider zu spät nach meinem ersten Ding bei Spiele, wenn ich das umformuliere, kriege ich Amaros gleich mit rein. Spieler. Dann ist es einfacher. Jetzt musste ich leider Gottes Elf und Amaros kombinieren, weil ich hätte sonst auch Elf und Wand für Zauberstab kombinieren können. Also ich aber dann hätte ich Amaros und Afrika kombinieren müssen. Ja. Deswegen habe ich halt Elf und Amaros kombiniert. In der Hoffnung. Was ist denn da schon bei Haarentfernung das dritte? Haarentfernung? Was oder wer hätte sich dann Haare entfernen können? Also meinst du Amaros oder was oder Elf? Ja. Okay, ja gut. Also ja, was hätte ich sonst nehmen? Ich die halt die Haare nachschneiden, ne? Ja, also ich habe extra, aber das sind ja Insider, das weiß ja Patrick nicht. Aber was hätte es sonst alternativ sein sollen? Ich habe ja Patrick dann auch gesagt, dass Amaros auch nicht gerade der Größte ist. Deswegen habe ich ihm diesen Tipp gegeben, er kannte ihn ja noch nicht. Ja gut, aber die Nadel hast du ja erst jetzt genommen. Ja, aber ich habe dir vorhin auch schon mal angewählt. Weil du kannst ja mit Nadel und Faden kannst ja auch immer Haare ziehen. Ich habe gehofft, dass du jetzt bei dem letzten Guess Elf und Amaros einfach nimmst, weil das als einziges übrig bleibt von kleinwüchsig. Und dass du auf Afrika und Wand kommst bei Temperatur mit der Wand, wenn du aus dem Flugzeug steigst und dir da eine warme Wand erstmal entgegen. Oh mein Gott, das ist aber um der gedacht. Was du ja schon ein paar Mal hattest. Ja, aber hättest du Hitze genommen. Ich habe gehofft, mit Temperatur und Hitze dachte ich, kommst du da auch so drauf. Das war der Gedankengang dabei. Aber interessant. Ninja war leider das Risiko, aber den musste ich eingehen. Und als du da Reif genommen hattest, die Arktis, ich war so, Alter, das ist ja, was meintest du denn damit? Tau war mir klar, aber was meintest du sonst? Ganz schwierig. Ich war gedanklich bei Leiter. Die Leitungsposition muss ja auch eine gewisse Reife mit sich bringen, um überhaupt die Leitungsposition zu haben. Ich habe vermutet. Ja, aber da war ich nicht. Also gedanklich, ich hatte ja die Mutter, die reif ist. Der Elfjährige, der reif ist, sozusagen, oder so, in der Form. So hatte ich da eher gedacht. Deswegen kam ich auf Arktis wegen Tau ist ja Wasser, teilweise gefrorenes Wasser, wie auch immer. AKA Arktis, Eis. So war meine Gedankenkette. Hättest du, Patrick, wenn ich Magie geschrieben hätte, hättest du da Elf und Wand angeklickt? Magie? Ja, weil Elf Mann wegen Haus Elf von Harry Potter und Wand, weil das das englische Wort für Zauberstab ist. Nee. Aber okay. Hatten wir nicht vorhin schon gesagt, übersetzen machen wir nicht? Nee, deswegen ja Magie, nicht Zauberstab. Ich hätte Magie. Nee, weil du ja vorhin ja, so, aber so, ich kann ja, nicht ja, 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 ja. Hätte ja Magie hätte einfach, hätte ja, einfach Potter schreiben können. Dann Potter. Richtig, gehört. Richtig. Der, bei Potter hättest du an Wand gedacht. Also eher an Wandschrank, wo er wohnt. Ja, eher, ja, ich hätte eher an die Wand in der Winkelgasse gedacht, die sich dann dadurch öffnet. Das ist aber krass, ne? wie eine Award ja. Drei Interpretationen gleich hervorbringen. Ja, klar. So, da sind wir. Auf geht's. Okay, interessante Begriffe. Schon wieder die drinne. Und du bist, ne, das ist durch Zufall halt. Er hat halt eingegeben ein paar, aber sind immer alle drin, oder? Ne, nicht ganz. Aber Dennis ist jetzt drin, ne, Blue. Und DVD ist mit dabei. Okay, hier hast du zwei, die passen perfekt zusammen. So, das weiß ich noch nicht. Oh,
shit. Ich muss aufpassen, ja. Jetzt muss ich aufpassen. Warte. So. Gibt's das? Nee. Es gibt viele Leute, die sie so nennen, aber das ist nicht kein offizieller Begriff. Oh doch, es gibt eine Band, die so heißt. Mal gucken, die Peach schauen mal im Duden nach, ob die Begriffe gehen. Das ist so fies, dieses eine, das Donau-Schwarzes. Alter, das ist fies. Ja, das glaube ich. Ansonsten könnte ich 1, 2, 3, 4 Sachen mit einmal bleiben. Ach, jetzt muss ich jetzt noch den Adblocker ausmachen oder was? Weil der Duden das nicht hinkriegt. Warte. Kann ich nicht nehmen, da bin ich mal. Ja, nee, das ist, den Begriff kann ich nicht nehmen. Okay. Ach, das ist schwierig, weil das manches bei dir und bei mir passt. Ja, das ist gerade mit diesen Begriffen ist dann schon schwierig, das ist richtig. Und wir haben jetzt gerade gesagt, wie ich es gehört habe, nicht auf Englisch, also immer auf Deutsch. Ich muss eigentlich jetzt fast schon. Das klingt wahrscheinlich jetzt hart, wenn ich das jetzt hier hinschreibe, aber kann ich das Wort nehmen? Weiß ich nicht. Kannst du es ja schon sagen. Fleischfarbe? Bezogen auf was? Auf Rosa und Krebs. Aber das erste Betonung auf die Tiere, oder was? Hm. Also das Wort gibt's nicht. Fleischfarbe. Das ist halt so, ich kann auch. Das machst du erst mit was anderem. Ja, ich muss eigentlich was kennst du was jetzt nehmen, weil ich muss dich was Rad wegschmeißen lassen. Ja, bei mir ist es auch halt auch schwierig. Ich fange ganz sanft an, okay? Nur von mir aus. Ich überlege auch noch bei mir, weil ich da. Tier 1 mit einem Punkt. Das geht nicht. Es ist zu sehr, egal, ich habe jetzt hier 5 Wortkombinationen mir ausgedacht. Ja. Jedes Mal ist entweder eins von dir dabei oder zwei von dir oder das Schwarze. Hm. So. Da könnten wir jetzt doch draus schließen, dass er schon weiß, dass hier irgendwas miteinander nicht gleich ist, weißt du? Also du kannst auf alle Fälle nicht die Personen gleich nehmen, wie es vorhin war. Das geht nicht. Und auch die Spiele nicht, sonst hätte ich das ja gemacht. Ja. So. Was? Das ist schwierig. Weil jetzt, wie gesagt, weil beides haben können. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich das mache. Das muss wegfallen. Das. Ah, nee, da oben ist die Tafel wegen Tafelrunde. Das ist blöd. Wollte mich gerade DBD und ein bisschen was kombinieren. Band. Ah, mal kurz hier raustappen.
Das macht mehr Spaß, als ich dachte. Okay, warte. Ich überlege gerade, wie ich das hinkriege. Mich stört der Napoleon ein wenig. Ich überlege gerade. Das Wort Heilungstotem. Wäre das in Ordnung? Wäre das in Ordnung? Ich finde es bei Wort? Google, naja, bei Google gibt es das zwar schon. Ja, wenn du nur Totem schreibst, das reicht doch auch schon. Ich wollte aber gerade auf das Thema Heilung mit rein. Na, die könnten, da könnte schon das eine mit dazu fließen. Also, dass du Amaros, DVD und Verband mitkriegst. So. Wir probieren es. Ich denke schon, also. BWD. Okay. Aber es kann halt auch Blue kommen, ne? Er ist ja auch da. Ja, aber das stimmt. Das ist richtig. Also hochgeprobt. Hawaii? Okay. Ja, stimmt. Da stehen Totems, ja, stimmt. Da stehen Totems. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, aber da hat's recht. Probier gerade richtig leise zu werden, damit sie nicht hört, was ich sage. Mehr. Ich könnte ja eigentlich sagen Spalte und dann sage ich 4. Ist das dann schon erst falsch? Was? Wenn ich schreibe Spalte 4. Was wäre dann? Dann ist es die ganze Spalte 4. Weißt du, was ich meine? Ich hatte vorhin auch mal Reihe 1. Weißt du, was ich meine? Ja, das wäre ja fies. Nee. Das hast du ganz selten, dass das mal passt. Das wäre ja echt böse. Wäre das, hätte ich noch General statt Verona, könnte ich sagen. Das hat ja dann nichts mit dem Kämpfen zu tun, sondern wirklich mit den Karten, wo sie liegen. Ja, genau. Aber es wäre interessant zu wissen, ob derjenige das rafft. Ob er das rafft. Hast du das vorhin schon mal mit Dennis besprochen? Nee, hab ich nicht. Ich wollte, dass es dir auch das... Ich hatte ganz am Anfang halt, blau war alles die erste Reihe. Mhm. Also Reihe 1. Okay, Hawaii kommt. DVD kommt. Und mehr kommt. Das war falsch. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt funktioniert Spalte 3 nicht, ne? Das geht trotzdem. Spalte 4 kann ich trotzdem machen. Dann weiß aber nicht, was gemeint ist. Ist die Frage. Wir müssen Pluma wegkriegen. Das ist super schwierig, ich denke. Mal gucken, ob. Auf was? Mal gucken, ob sie das nimmt. Atem. Ich überlege gerade noch, ob das irgendwie. Ob er daraus fließen kann? Atem? Bestimmt. Atmo, Nordpol und Kim? Probier's aus.
ob er halt eher auf Kim geht, statt auf sich selber. Das kann sein. Das ist mein Guess, sonst hätte ich 4 geschrieben. Das muss er sich eigentlich denken. Okay, das geht. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, ne? Ja, das sollte gehen. Also fast nur Nordpol. Ist ja an sich schon mal nicht verkehrt. Ja. Also es ist halt schwierig, wenn da oft mal dieselben Wörter drin sind, gerade hier Phasmo und Co. Ja. Dann hast du halt oft immer wieder dieselben Synonyme, die du angehen kannst. Das ist derjenige rafft, was du meinst. Aber es muss trotzdem, es ist ja, das eine hatte das und der andere hat das. Ja, ist ja richtig. Ja? Das war ja vorhin was anders. Ja, wenn da mal ein paar Wörter dabei sind, ist das vollkommen legitim. Aber finde ich cool, hier so die Zuschauer ein bisschen mit einzubinden, gerade die öfters mal dabei sind. Und allgemein so ZMF-Insider. Na, lock doch erstmal die beiden. Dann ist er sich unsicher. Ah, da ist ja noch was. Was? Nebel und Besprechung, okay. Das ist ein Problem. Latte. Was? Okay. Interessant. Oh, was? Meint er denn mit die Musikbox, die Schallplatte bei Phasmo oder was? Ich weiß es nicht. Wie das heißen? Also das wäre ja ultra weit ausgeholt. Die Sanitäter beim Militär, heißen die Sanitäter? Sanitäter. Okay, weil ich überlege halt schon weiter. Okay, das geht. Das könnte ich hinkriegen. Also ich bin mal gespannt, was er jetzt hier einloggt. Ein Dealer? Was? Ja, die Deal, über die du gehst, oben, das knarrt dann. Er probiert das alles mit Phasmo in Verbindung warum zu bringen. Kommt er, aber er kommt nicht auf Kim. Wieso kommt er nicht auf Kim? Weiß ich nicht. Mann. Weil er sich auf den Atem bezieht halt. Ich verstehe deine Logik, klar. Na, ich muss irgendwie einen Unterschied zwischen die Coco mit rausnehmen, sonst geht's nicht. Ja, ich hab's, weiß auch noch nicht. Ich hab zwar eine Idee, wie ich die. Die geht weg. Ich habe theoretisch für alle 6, aber nicht mit einmal, sondern in 2 Runden. Das ist nicht schlecht. Da will ich jetzt mal kurz
Also das habe ich jetzt, je nachdem, was hier jetzt noch alles weggeht. Na, müssen wir gucken. Ja, erstmal das Schwierige wegnehmen. Meiner Mittler ist eingeschlafen, stand oben gerade da. Okay, hat den Haus noch nicht bewegt. Oh. Weiß nicht, ob jetzt irritiert ihn wahrscheinlich wegen den drei. Okay, da kommt Phasmo Nordpol kommt. Ja, das. Ich könnte mir nur vorstellen, da kommt der Nebel wegen. Atem. Ja, bestimmt. Aber Level, die zwei sind schon mal weg, das ist gut. Mhm. Wir nächste Runde auch einen Dreierzug machen. Kommt die Platte. Weiß Gott, die Platte. Warum? Warum, Herr, meine, die kommt? Ist gut, aber warum? Was? Ja, das war krass. Fahrzeug. Mhm. Mal gucken. Ups. Der Lenker. Kutsche? Verband. Wow, also Lenker ist natürlich nicht abwegig, ne? Ja, das habe ich probiert, dass das nicht reinkommt. Also gehofft, dass es nicht reinkommt. Weil das, was ich eigentlich anvisiert hatte, kommt gerade nicht. General. Mhm. Deswegen müssen wir mal gucken. Soll sie entscheiden. Oben hättest du dann ZMF genommen, hä? Oder Streaming? Sowas in der Art. Muss ich aufhören, da ist ja immer noch Dennis und Kim sind auch noch drin in der Runde als Karte-Namen. Dass Kim noch drin, also hier drin ist im Namen. Das dass Kim hier noch drin ist. So herrlich. Das ist schwierig. Die Aussage. Ja, ich weiß, die was du meinst. Ja, die wissen ja beide nicht, ist es jetzt, ist es ein Wort, was jeder hat. Ansonsten wird es schon gefallen. Und wenn es hat, wer hat dann was? Ja. Ob es überhaupt da ist? Nee, ist ja richtig. Das ist ja so einfach. Da ist der Verband. Da ist der Hänger. Ah. Ja. Ich wusste, dass der Lenker mir vielleicht das Genick bricht. Ich denke, das ist ein Wort. Also ich denke schon, mädchenhaft ist ein Wort, oder? Ja. Mal gucken, hoffentlich nimmt er da jetzt nicht Kim. Letzte sogar. Also, der hätte drei machen können, oder? Nee. Weil weiß ich jetzt nicht, ob das dann eher. Ach so, wegen Coco. Ja, eben. Mm. Das ging ja mal schnell. Ja, aber ich bin noch nicht. Bin ich mal gespannt, was du jetzt nimmst. Das ist gerade schwieriger. Ich wollte die jetzt unten nicht nochmal reinhängen. Die hoffe ich einfach, dass er die noch im Blick hat. Kutsche hat es ja auf jeden Fall angewählt gehabt vorhin. Mhm. Überleg in Richtung Zuschauerberatung oder sowas. Ich kann halt nicht Rot Ted oder Talk oder sowas nehmen. Das ist halt Englisch.
google halt nebenbei, ob es die Wörter halt wirklich gibt. Nicht, dass wir hier irgendwas nehmen, okay, was dann nicht fair okay ist. Alles gut. Das ginge. Wir probieren mal was. Bist du jetzt alle fünf auf einmal dort noch? Nee. Ich geh mit rein. Bitte denk mit. Bitte. Was? Augenzeugenrecht. Augenzeugen als Zuschauer. You know? Und Bericht ist eine Besprechung. Corona. Oh. Nein. Nein. Ja. Also ich denke, normalerweise müsste ich denken, wenn sie selber dran ist, dann hättest du das schon eher gewählt. Ich muss halt sagen, bei Offizier ist halt auch schwierig. Also wenn du jetzt nicht Offizier schreibst, er kann ja eine Kutsche, das kann ein General, aber es kann auch Napoleon sein. Ja, ich weiß, deswegen habe ich ja dieses mit dem Sanitätsfahrzeug gemacht. Mhm. Weil ich das Sanitätsfahrzeug gibt es in erster Linie im Militärbereich. Das andere sind halt Krankenwagen oder sowas. Deswegen hat sich ja extra den Begriff gewählt. Also sowas wie Pferdereiten nehmen oder so, oder Pferde. Ja, das war halt also schwierig, ich brauchte halt. Ah, Napoleon, das ist schwierig. Deswegen, ich war auch erst beim Mittelalter, aber ein anderes Wort für Kutsche und sowas. Ja. Mittelalter, wirklich. Aber wahrscheinlich denke ich zu schwer. Zu weit um die Ecke. Weil ich halt die probiere, mit aller Macht zu verbinden, die drei. Das ist schwierig. Ja gut, das ist halt das am Anfang bei deinem Wort. Ich weiß, wie sie auf das Augenzeugen-Ding kommt. Weil sie haben Augenzeuge von was war, von dem Vorfall in Real Life. Ah ja, fuck. Okay, die Besprechung ist da und das ist Corona. Ja, kann ich nachvollziehen, die Logik. Die konnte ich nachvollziehen. Mein Fehler. Da habe ich nicht dran gedacht. Mein Fehler. Was könnte das wohl sein? Ich fahr schon mal hoch. Mit der Maus, damit ich die beiden gleich wieder reinziehen kann. Tja, da gewinnt das blaue Team. Interessant. Ja, das mit dem Augenzeugenbericht, ich konnte wohl nachvollziehen, warum du das gewählt hast. Was wolltest du damit meinen gerade? Augenzeugen. Synonym für Zuschauer. Wollte ich in Richtung Amaros und Coco kommen. Und Bericht. Das war als Synonym gedacht. Und bei Sanitärfahrzeug wollte ich halt Kutsche, Verband und General haben. Aber also Kutsche war mir klar. Aber der Lenker, da als ich den Lenker gesehen habe, dachte ich mir so, ja, er passt halt. Ne? Also ich hätte dieselben angeklickt wie Kim. Ja, und das würdest du bei Totem haben? Das war eigentlich wollte ich Heilungstote machen, aber das Wort gab es in sich nicht. Mhm. Dabei wollte ich nämlich eigentlich auch DBD. Du wolltest den Verband mit reinnehmen, oder? Den Verband wollte ich drin haben. Ja, weil. Genau, nicht Hawaii, sondern. Amaros. Amaros wollte ich mit rein haben. Ah, ja, also. Aber das hätte auch werden können. Hätte auch Dennis sein können, ja. Das Witzige an der ganzen Sache ist, dass ich auch an Kevin gedacht habe. Wegen seinem Siegel. Ach, das ja, das macht auch Sinn, ja. Boah, das war gar nicht dein Gedanke? Meiner nicht, nein. So, und ich wusste dann aber nicht so, okay, wenn das jetzt er gewesen wäre, ob du an die Siegel gedacht hättest. Deswegen habe ich das nicht genommen gehabt. So, und ja, bei Augenzeugenbericht jetzt so, ne, da war es eigentlich gleich halt wirklich so deine Besprechung und halt mein Zeugenbericht letztes Jahr. Ich weiß, als du das angeklickt hast, dein Name, da war mir sofort klar, auf was du ansprichst. Ich so, ja, stimmt, da war ja, was. Ich hab auch sofort gedacht dabei. Ja, also. Das war mein Fehler, war blöd durchdacht. Wie kommst denn du auf Platte? Platte? Kalte Platte? Ich bin auf kalte Platte gegangen am Ende.
Wegen Atem. Wegen Atem, weil du bei Phasmo und Nordpol beides auf den Atem anspielst, auf Kälte. Dann dachte ich, weil nichts für mich zu 100% noch Sinn ergeben hat, das halt um Ecken gedacht und dann ja, war am Ende der Nebel, den aber Kim eingeworfen hat zuerst, muss ich sagen. Und die Platte, weil kalte Platte wegen der Kälte von den anderen beiden. Du hast aber nicht gedacht, das war eigentlich Kim mit gemeint, wegen Phasmo. Ich musste ja irgendwas machen, was auf Phasmo spielt. Mhm. Weil DBD war nicht meins und ich konnte auch nicht die Coco nehmen. Aber es ist bei riskant, dass ich dann nicht mich nehme. Ja, aber ich wusste, wenn du eher auf Atem gehst, dann, wenn ich sage, dann hätte ich irgendwas anders gemacht. Wenn du dein Name gefallen wäre, hätte ich schon was anders gemacht. Boah, krass. Und am Anfang konnte ich aber auch nicht zum Beispiel Wasser nehmen. Da hätte ich nämlich sonst Meer, Rosa, Krebs und Donau gehabt. Und gerade die Donau wusste ich nicht. Das wäre böse gewesen, ja. Und bei Mädchen ging auch nicht, weil das wäre dann also klein. Da war ja Coco noch drin, ja. Deswegen Mädchenhaft war gut. Das war ein gutes Wort. Und wenn du die Platte nicht genommen hättest, also wenn du frei gewesen wäre, hätte ich am Ende jetzt den Tisch genommen. Tischplatte und Tischvogel. Das hätte ich gehabt, ja. Weil es anders ist. Also die Platte war spekulativ. Also ich hab schon gedacht, Alter, wie kommt der denn? Ich hab mich für die Platte entschieden, weil Kim den Nebel genommen hätte. Deswegen habe ich die Platte genommen. Der Nebel macht keinen Atem. Ja, aber es ist ähnlich. Es ist ähnlich wie der Atem. Und das war die Argumentation und die war ja auch schon sinnig. Ja. Ich habe die Person alle vier rausgenommen, also uns vier, weil ich dachte, es könnte jeder davon sein. Wir atmen alle. Ja. Wir atmen alle, genau. Und bei Phasmo hätte ich aber auch Amaros nehmen können. Ich konnte halt nicht Spiel nehmen. Weil nee, da gab's so viel. DBD war in dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich dachte mir schon, dass die Namen garantiert farbig irgendwo sind, aber nicht wer zu wem gehört. Ich musste halt am Anfang was Einfaches nehmen, weil sonst. Ich dachte mir, deswegen. Musste erstmal ein bisschen Bewegung reinbringen, ja. Das war ja richtig, das war gut gemacht. Genau. Dann schiebe ich euch beide mal darüber, ne? Okay. So. Geheimdienstchef, legen los. Kim das vorlegen. Was haben wir denn? Bande, Bau, Samt, Freund. Klanke, Trieb, Scherzkeks, Bild, Alien, Verona, Schokolade, Auto, Baum, Rüstung, Amaros, Kiro. Kiro ist auch dabei. Schaum, Kuli. Icy, also das ist Patrick. Strand, Pyramide, Mantel, Kreuz, Matte, Perfect heißt. Okay, das heißt, die neu dabei sind, ist Freund. Das ist Eis. Kim hat sogar schon eine Idee und legt sogar schon los, so wie ich die Stimme höre, oder? Nee, warte, jetzt. Was hast du sonst gerade getippt? Alles gut. Chat ist nebenbei. Schreib schon die Begriffe rüber. Was bin ich denn? Ich bin blau übrigens, okay. Du bist blau? Ich bin blau wie das Meer. Guck mal, wieder nach Synonym nebenbei. So. Und du meinst, Dennis kann damit was anfangen? Ich hoffe es, wir haben es zumindest eigentlich schon ab und zu mal. Der Punkt ist aber, wir hatten auch gesagt, keine englischen Begriffe. Theoretisch Englisch. Theoretisch. Alles Gute ist ein Eigenname. Werden wir sehen, was kommt. Aber ob er damit was anfangen kann? Wir werden es sehen. Ist halt schwierig, so ein Insider. Corona. Okay. Du warst noch nicht da. Muss mal hingehen.
Kiro Amarus. Mhm. Auf was wolltest du jetzt hinaus? Kim? Mantel. Kreuz. Oh Gott. Ich wollte darauf hinaus, also Verona Amarus, definitiv, ja. Und Trieb im Sinne von der Trieb, der Wunsch, dahin zu gehen. Das kommt nicht. Das glaube ich nicht, also Trieb kommt nicht. Glaube ich nicht. Ja, wenn es nicht ist, dann ist es nicht so. Was habe ich denn noch? Das geht. Also Boron ist schon mal richtig, hat er gemacht. Ja. Also das war ein wirklich... Den Trieb wäre ich jetzt auch nicht drauf gegangen. Wann steht da, wann es öffnet und wo es ist, steht auch da. Musst du googeln. Was? Das war für Coco. Ich habe nur gerade gesagt, sie war noch nicht im Darkflower, weil sie nicht weiß, wann das ist und wo. Hm. Nur das habe ich geschrieben. Die Frage ist, ob es dir da gefallen würde. So, was kommt? Also wenn es Mantel wird, ist es auch nicht schlimm. Ich bin mehr für Kiro. Ich weiß, was ich schon als nächstes probiere dann. Ich probiere auch mit einem Dreier zu starten. Alleine bist du da nicht, da sind ganz, ganz viele Menschen. Aber man kann sich da ja auch irgendwann mal abstimmen. So. Na komm, Dennis. Ja, wie gesagt, der Trieb, das ist... Der Wind pustet. Der Trieb ist halt einfach zu weit hergeholt. Ich weiß gut. Ich zumal meistens eh plus einmal im Monat. Jetzt kommt der Mantel. Unerwartet, aber er kam. Das ist in Ordnung. Ich probiere es damit. Und hoffe, dass es klappt. Bande, Auto. Bande, oh. Sogar vier. Shit. Ich wollte Auto, Baum und Kreuz. War mein Ziel. Auto, Baum. Ach so, wegen deinem Verkehrsunfall. Nö, allgemein. Okay, jetzt kommt die Bande. Mhm. Ist in Ordnung. Von mir aus. Auto. Hat die Bande wieder weggenommen. Das stimmt. Baum hat er auch. Komm, gib mir noch den dritten. Da kommt das Kreuz, kommt's richtig? Na komm, trau dich, Patrick. Nicht so schüchtern. Einfach drücken. Einfach drücken. Na, traut er sich jetzt nicht?
Ah, er hat gerade Bande wieder auch gewählt. Ja, kann er. Von mir aus auch Bande. Das ist mir Rille. Na komm. Ja, kann ich nicht entscheiden. Ich habe schon gerade wegen dem nächsten geguckt, was ich da nehmen könnte. Ja, ich habe auch schon das nächste. Mal gucken. Es kommt das Kreuz. Es kommt genauso, wie ich es wollte. Perfekt. Dankeschön, Patrick. Schön gemacht. Verlangen. Trieb, Scherzkeks und Schokolade. Zum Beispiel. Oder Strand. Das wusste ich auch, dass das kommt. Er hat das Verlangen nach Freund. Aber das wusste ich sofort, dass das auch kommen würde. Ja, das stimmt. Verlangen nach Freund. Ich weiß noch nicht, wie ich die Bande reinkriege. Ist das so schwer, das Wort? Was? Langen? Das kennt er nicht. Es pustet. Ein Verlangen nach Scherzkeks, okay. Ah, da oben ist noch die Flanke, die geht dann nicht. Kiro, hat Verlangen nach Kiro, ja, das ist sehr schön. Muss noch Eis perfekt heiß, das ist auch Verlangen, okay. Das ist auch okay, das kannst du auch nehmen. Ja. 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 Machst du noch eins? Nein. Okay. Hat vorher aufgekürt? Nee, hat es durchgezogen. Ich komme halt jetzt nur auf zwei. Ich krieg den dritten nicht unter. Wie halt so rum, ne? Probieren es damit mit Wüstenhaus. Das gibt es übrigens. Hey, gut. Patrick hat schon mal die Pyramide. Naja. Das Wüste hast du gefunden. Jetzt gib mir noch das fürs Haus, bitte. Ein Bauhaus, wenn es gut werden muss. Ja, das jetzt nicht. Nein, ich meine einfach bloß Bau. Das oder Haus. Hausbau. Also halt, dass man was bauen muss. Deswegen halt extra nicht nur Wüstenhaus, sondern nicht nur Wüste, sondern Wüstenhaus. Wenn man es bauen muss. Aber ich wusste halt noch nicht. Also Freund und Alien kriege ich zusammen. Da weiß ich auch schon wie.
Ja, den Bau gefunden und die Pyramide, das ist gut. Die Frage, kriegst du die nächsten drei untereinander? Du bist vor mir halt dran, das ist das Problem. Weiß ich nicht. Ich müsste, also da müsste ein bisschen um die Ecke gedacht werden. Strandkugel perfekt heißt es halt schon echt. Also ich hätte eine Idee für ein Wort, aber da muss um die Ecke gedacht werden. Mhm. Na komm, Patrick, es passt nichts anderes. Genau, das ist die Pyramide. Und gib mir auch den Bau. Los, gib mir den Bau. Gib ihn mir, gib ihn mir, gib ihn mir. So, und? Theoretisch kann er beenden, weil er braucht nichts weiter anklicken, hat alles richtig gemacht. Jetzt bist du dran. Mal gucken, was du jetzt Schönes bringst. Karte. Karte vom Strand. Einbruchskarte und eine coole Idee, die du zum Karte schreiben brauchst. Das ist echt gut gedacht. Habe ich doch jetzt richtig. The Perfect Heist kommt, ja. Natürlich deinem Freund eine Karte schicken. Ja, aber also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass es doch recht einfach versteht, weil du kannst ja bei Perfect Heist, also ne, da hast du da so Karten. Der Strand zum Beispiel ist eine der Karten, also eine der Maps. Da kann man ohne Karte und schicken am Strand. Naja, oder so, oder du kannst ja auch. Ja, genau, Bild, das habe ich nämlich auch schon gedacht. Ja, oder du kannst ja hier auch diese Stadtplaner, die ja dann auch als Karte sind, vom Strand. Und du kannst eine Karte schreiben mit einem Kuli. Ja, schon klar. Hätte ich ja schon so interpretiert. Wie gesagt, Strand wäre ich halt wirklich von der Postkarte ausgegangen vom Strand. Wo ein Strand abgebildet ist. Aber da ist halt ein Bild mit drauf. Aber Dennis tut sich schwer. Ist gut um die Ecke gedacht, ja? Das kriegt er hin. Aber ich denke mal, er wird beim Bild hängen bleiben. Da ist der Kuli. Hier zum Schreiben davon braucht. Patrick schickt scheinbar mal Karten aus dem Urlaub, ich weiß es nicht. Aber das weiß ich ja nicht. Vielleicht hat die ja mal eine Karte geschrieben. Nee. Selbst wenn er jetzt nur die beiden macht, wüsste ich zumindest dann schon. Ich wüsste für alle drei Wörter eigentlich. Ja, das Problem ist, du wirst dann halt gewinnen, weil wenn er jetzt nur noch zwei macht, dann mache ich die zwei mit Freund und Alien zusammen. Und da kommen da alle drei. Guck mal, da hat er sie. Da hat er sie alle drei. Und ich wüsste nicht, wie ich Bande noch mit bei Freund und Ehen reinkriegen soll. Komm, gib ab. Bist schon richtig. Ja, es sieht gerade sehr gut aus für dich. Für euch. Aber auf der Karte ist auch ein Bild. Also ich wäre bei dem Bild eher. Okay, da kommt Perfect Heist.
Ja, dann kommt als nächstes wahrscheinlich der Kuli. Doch, erst der Strand, okay. Dann macht er jetzt den Kuli. Der ist jetzt fast eindeutig. Na? Hier. Nein. Ja, so oder so, ich krieg's nicht mehr verbunden. Ich wüsste nicht, wie ich dich, wie ich Freund und Alien kriege ich hin, aber wie ich die Bande mit verbinden soll. Bei Bande ist Begrenzung. Bande kann ZMF sein, aber da haben wir kein Alien dabei. ZMF ist auch kein Wort an sich. Na komm, Dennis. Trau dich. Du hast doch eh das Gespür. Nein, er passt. Es war ihm zu unsicher. Ja gut, jetzt kannst du es aber rocken, weil ich werde jetzt nur eins machen können. Mir fällt nämlich nichts ein, was ich für Bande machen kann, was mit Alien und Freund in Kombination ist. Oder fällt dir da spontan was ein? Also Freund und Alien ist für mich Kim. Nicht, weil du ein Alien bist, sondern weil du Alien Isolation magst. Hm. Was ich hoffe, was Patrick weiß. Aber Kim kann auch Kiro sein. Ah, wie kriege ich denn Bande unter? ZMF wäre die Bande. Kann aber ohne Begrenzung sein. Ich gehe damit. Auch wenn du es nächste Runde definitiv rockst, aber dann kann ich es nicht ändern. Kriege ich nicht hin. Kim 2. Na, Kiro. Ja. Ja, das ist. Denk weiter. Nimm nicht nur Kim, wo nur Kim steht. Nicht, wo das Roh dabei ist. Nicht Kiro. Wander! Oh mein Gott. Komm schon. Ja, er nimmt Kiro wahrscheinlich sogar noch als erstes, ne? Ich weiß es nicht. Doch. Genau das tut er. Und jetzt ist das Easy Win für euch. Das ist jetzt Easy Win für euch. Schreibwerk, du hättest doch Stift machen können, oder? Schreibwerkzeug. Ein längerer Begriff ging nicht für Kuli. Könnten Sie mir bitte Schreibwerkzeug reichen? Stift war mir tatsächlich gerade irgendwie. Ein Schreibwerkzeug. Zu einfach. Habt ihr auch bei euch Schreibwerkzeug auf dem Tisch liegen? Kein Stift, sondern Schreibwerkzeug. Ja, manchmal fallen einem die Begriffe nicht ein. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Aber ich fand das ja so gut bei Verlangen. Erstmal gleich mit Freund. Ja, danach hat es aber gedauert, weil ich danach kurz am Handy war, was nachgucken musste vom Fußball. Deswegen. Und Panik aufs Klo wollte, deswegen wollte ich kurz warten, bis er wieder da ist. Ich hab das mitten in der Runde gemacht, okay. Ja, wollte, aber musste aufs Klo. Ja. Wenn du musste. Aber ich fand das so herrlich, verlangt. Freund. Ich dachte mir, das muss ich egal, stimmt. In dem Fall wär's sogar ganz falsch gewesen, aber ist ja egal. Aber Dark Flower an sich hatten wir ja gesagt, eigentlich keine englischen Begriffe, aber es war ja ein Eigenname. Ist jetzt die Frage, ob das in Ordnung ist, so prinzipiell? Also ich weiß mal halt. Also bei Pizzenimi, die machen auch Eigennamen, sind okay. Ja, ist okay. Aber das, was Kim eigentlich bei Dark Flower haben wollte, das kam ja nicht so, wie sie wollte.
Aber das ist nicht schlimm. Ja. Ich wollte eigentlich tatsächlich den Trieb haben. Also Vorona Amarus Trieb. Weil wegen den Trieb halt dahin zu gehen, es treibt einen Starkflower. So, ja, das wusste ich ja nicht, weil ich ja ein Insider. Ja, deswegen. Alles genau. Und das so. war aber nicht schlimm, weil ich trage ja dann auch immer Mantel, wenn ich ins Darkflower gehe. Genau, ich wusste das. Da hast du aber Glück, dass das passt, ne? Also, ja. Du und Amarus waren wir dann wahrscheinlich schon. Und aber dann war die Frage: Mantel nicht nur wegen dir, sondern auch wegen Rolle selber. Mhm. Aber deswegen war auch die Option Kiro trotzdem drin, weil Rolle selber ja nicht drin steht. Und dann hättest du über Kiro Rolle reinnehmen können. Ja. Deswegen habe ich Kiro mit angeklickt gehabt. Hm. Aber am Ende für den Mantel entschieden, weil Club und Mantel, das passt zu dir. Und deswegen habe ich am Ende dann den Mantel genommen. Mich hat es geärgert, dass ich beim Verkehrsunfall nicht vier gemacht hatte, da ich dann gesehen habe, Patrick hat die Bande mit angeklickt. Ja. Ich so, ach Mist, hätte ich die mal mitgenommen. Bande für Leitplanke von der Autobahn. Ja, ja, das ist mir erst dann eingefallen. Er schreibt da so Verkehrsunfall 3 und ich war so Auto, Kreuz, Bande. Und er war so, oh scheiße, daran hab ich gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich den Baum haben, aber du hast recht. Und ich war so, ja. Also hättest du wirklich die SC4 machen können, ja. Ja, ja, das war mein Fehler. Und jetzt hatte ich das Problem, Freund, Alien und Bande unter einen Hut zu kriegen. Und deswegen habe ich Kim gemacht, wegen Kim Freund und da Kim Alien liebt. Aber ich wusste, dass Kiro dabei war, deswegen war das so. Verrückt Freund. Hätte man auch einfach machen können für verrückte Bande. Also Freund, ja, war klar. Bande habe ich mir gedacht, weil du nur zwei gemacht hast. Nee, der Bande war jetzt ja, habe ich ja gar nicht angespielt, weil ich hatte eben wegen Alien. Ich wollte auf Alien. Ja, genau, du hattest nur zwei gemacht und genau. Da dachte ich mir, okay, du machst nur zwei, weil er von Bande schon angeklickt hat, deswegen sollte er Bande nehmen. Jetzt noch. Ich hätte es gehofft, dass das funktioniert hätte. Ja, das war am Ende auch der Gedankengang, aber er war halt dann gleich bei Kiro, weil Kiro macht auch Sinn. Ja, es macht Sinn, das ist gar keine Frage, aber deswegen habe ich ja nur Kim geschrieben. Das ist nur der Bezug auf Kim. Ja, aber ja, es passt halt, das ist klar. Alles also ich gut. Hätte vielleicht Alien genommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es genommen hätte. Hätte ich die Bande vorher weggehabt mit dem Verkehrsunfall, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Ja, wahrscheinlich. Bei 4, wenn du das Verkehrsunfall 4, dann ja. Dann, ja. Dann hat er es sofort. Dann hat er das. Das war, das habe ich nicht geplant. Ja, du hast die 4, du hast die 4. Da war es halt unsicher, was man Bände nimmt. Ja. So, ich würde mich jetzt aber verabschieden, ne? Oh scheiße, ich habe die letzte Runde nicht aufgenommen. Ach, fuck.